In diesem Video zeige ich die nördlichen schottischen Highlands und eine atemberaubende Schmugglerhöhle. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und Unterwegs. Wenn du mehr aus Schottland sehen willst, dann abonniere diesen Kanal. Wir sind im äußersten Norden Schottlands, so weit nördlich, dass Englisch hier nur noch die zweite Sprache ist. Die erste Sprache ist Gälisch. Hier in der Nähe von Ullapool befindet sich Knockan Crag. Dies ist ein Geopark, in dem man die Überschiebungszone der nordwestlichen Highlands erkennen kann. Hier wurde in den Berg ein Lehrpfad angelegt und man erhält immer wieder Erklärungen zur Region. Das Gebiet hier an der Westküste bildet eine geologische Besonderheit, denn hier liegen die älteren Gesteinsschichten über den jüngeren. Das liegt an der Kontinentalverschiebung im Laufe der Zeit. Diese Anomalie wurde erst 1907 entdeckt. Diese Burg wurde im 16. Jahrhundert errichtet. Sie gehörte zum Clan der MacLeod. Einer Sage zufolge wurde einst die Tochter des Clans dem Teufel als Braut versprochen. Um sich zu verstecken, sprang sie in eine Unterwasserhöhle im angrenzenden Loch und verwandelte sich dort in eine Wassernixe. Der Überlieferung nach sind die geologischen Verwerfungen der Region deshalb entstanden, weil der geprellte Teufel wutentbrannt mit Felsbrocken um sich warf. Balnakile gleicht einer Geisterstadt. Doch hier an der Nordküste Schottlands gibt es einen klaren weißen Strand, wie man ihn hier vermutlich nicht vermuten würde. Direkt am Strand selber befindet sich das Kirchlein von Balnakile, das in den Chroniken bereits im 12. Jahrhundert erwähnt wurde. Die Ruine des derzeitigen Gotteshauses, das wir hier sehen, stammt aus dem 17. Jahrhundert. Der weiße Strand, das blaue Meer, das Rauschen des Wassers hinterlassen eine tiefe Entspannung und Ruhe. Wenn man an diesem Strand ein wenig spazieren geht und dabei immer wieder einen kleinen Blick auf die inzwischen begrünte Ruine wirft, dann merkt man schon, dass man an einem ganz besonderen Fleckchen Erde angekommen ist. Im weiteren Verlauf der Nordküste kommen wir an diesem rauschenden Bach Smoo vorbei. Wir stehen auf einer kleinen Brücke und sehen unter uns das Wasser tosend in eine Felsspalte stürzen. Was muss das von unten für ein eindrucksvoller Wasserfall sein? Und nun stehen wir am Rand einer kleinen fjordartigen Schlucht. Das Wasser, das hier in das Meer fließt, das ist der kleine Bach, den wir eben gesehen haben. In dieser Schlucht befindet sich eine der besten Sehenswürdigkeiten der nördlichen Highlands. Allein schon der 40 Meter breite und 15 Meter hohe Eingang in die hier befindliche Höhle ist äußerst eindrucksvoll. Drei Kammern der großen Höhle kann man besichtigen, die dritte jedoch nur mit einem kleinen Boot. Dort ist es ziemlich laut, denn hier stürzt der Fluss Smoo in die Höhle hinein. Wir wären nicht in Schottland, wenn es nicht auch viele Legenden über dieses Smoo Cave geben würde. Früher hat man hier den Eingang zur Unterwelt vermutet.
Manche Schotten können dies sogar angeblich bezeugen und berichten davon, hier in der Höhle des Öfteren den Teufel getroffen und ihn jedes Mal besiegt zu haben. Glaubhafter ist wohl eher die Geschichte, dass sich hier in der Höhle eine illegale Whiskybrennerei befunden haben soll. Auf der Suche nach den Schwarzbrennern sollen zwei Steuereintreiber eines Tages in die zweite Höhle eingedrungen sein. Dort wurden sie allerdings von einem Hochwasser überrascht, das ihr Boot zum Kentern brachte, und sie ertranken. Es wurde allerdings nur eine Leiche gefunden, und so sagt die Legende, dass der zweite Mann bis zum heutigen Tag bei Hochwasser in der Höhle herumgeistert. Prähistorische Sehenswürdigkeiten mit sensationellen Küstenlinien gibt es auf den Inseln Lewis and Harris im Nordwesten Schottlands. Schau dir am besten das Video dazu an. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.